dass Sie die Einladung meiner Mitarbeiter vom Fachdienst Soziale Angelegenheiten und von mir gefolgt sind. Wir haben Sie zu dem Termin eingeladen, um einmal denen, die an dem Projekt bisher schon beteiligt waren und auch künftig damit tagtäglich zu tun haben werden, zu danken für Ihren Einsatz. Und wir wollen es der Öffentlichkeit und den am Bau Beteiligten dann mal vorstellen, dass jeder sich einen Eindruck verschaffen kann, wie wir versuchen, Menschen, die zu uns geflüchtet sind oder denen die Bundesrepublik Deutschland Asyl gewähren, wird in Waldeck-Frankenberg untergebracht werden. Wir haben hier am Standort in Frankenberg mit dem Grundstückseigentümer und dem Investor ein Projekt realisiert, das dem in der Flechtower Straße in Korbach im Grunde genommen ähnelt. Die Philosophie ist, die Menschen in kleineren Wohneinheiten von 3 Personen, möglicherweise, wenn es nachverdichtet werden muss, auch 4 Personen unterzubringen, in einer angemessenen Größe, um Privatsphäre zu wahren. Und an dem Umfeld wird das nötige Umfeld bereitgestellt, sanitäre Anlagen, Duschen und Toiletten. Und wir haben, weil sich das auch am Standort in Korbach und Friedhelm Schmidt darf ich begrüßen, der leitet ja die Einrichtung Korbach und hat uns hier auch beraten, weil sich das in Korbach bewährt hat, sehen wir auch hier Küchen vor und einen Raum, wo die Wäsche gewaschen und gepflegt werden kann. Ganz einfach, wenn wir das so machen, wie das früher der Fall war, dass wir den Menschen Essen zur Verfügung stellen von einem Caterer, da gefällt das der einen Nationalität oder schmeckt ihr und der anderen wiederum nicht. Außerdem wollen wir die Menschen an einen geregelten Tagesablauf gewöhnen und das bedeutet, es ist genügend Zeit da, hier in der Stadt Frankenberg die erforderlichen Einkäufe zu tätigen, um dann das Essen selbst vorzubereiten und die Wäsche auch entsprechend zu pflegen. Das ist die Philosophie und die hat sich am Standort in Korbach, und das machen wir schon einige Monate, auch sehr gut bewährt. Wir haben hier die Möglichkeit gehabt, etwas einfacher zu bauen, weil eine Bestandshalle vorhanden war und wir haben die Container halt in die Bestandshalle integriert. Und das Ganze ist mit unserer Begleitung, also mit der Begleitung unserer Verwaltung, namentlich der Sozialverwaltung und der Bauaufsicht, heute vertreten durch Herrn Berghöfer, dann auch geplant und umgesetzt worden. Der eine oder andere Handwerker war tätig, aber der Investor war im Grunde genommen als Generalunternehmer für uns tätig. In dem Gebäude können in der jetzigen Ausbaustufe etwa 180 Personen untergebracht werden. Es gibt 59 Zimmer in einer Größe von 20 Quadratmetern. Jedes Zimmer verfügt über einen Kühlschrank, entsprechend 3 Betten und 3 Spinde und einen Tisch und 3 Stühle. Wir haben eine Küche mit 16 Herden und Spülen, einen Wäscheraum mit Waschmaschinen und Trocknern. Es gibt einen Sanitärcontainer. Wir haben hier auch, das ist neu gegenüber dem Standort Korbach, wir lernen ja hinzu, einen Schulungsraum eingerichtet. Dieser Schulungsraum kann von unseren Partnern, insbesondere von der Kreisvolkshochschule, genutzt werden für die Integrationskurse, für Sprachunterricht also. Das ist uns ja ganz wichtig, denn natürlich ist in diesen Zeiten das Allerwichtigste, um es mal platt zu sagen, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf bekommen und sich entsprechend aufhalten können. Aber das Thema Integration ist auch da und wir wollen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten darum auch kümmern. Und Voraussetzung für jegliche Integration ist immer das Thema Sprache. Wäsche Center. Das ist tagsüber geöffnet, wird nachts geschlossen. Die können dann die Bewohner selbstständig machen. Erst nochmal zu mir gucken. Du? Das sind jetzt hier 16 hergerichtete Spülen und Arbeitsflächen. Und in der Sonstkurse, da geht es ja nicht um Sprache, sondern auch um Inhalte. Genau. Das
verpflichtet. Ja. Ein bisschen auf.